hier raufgekommen? Über die Feuerleiter. 20 Stockwerke? Der Concierge macht mir Angst. Dann erzählen Sie doch mal ein bisschen was von sich, Mr. Parker. Gibt's eigentlich nicht viel zu erzählen. Peter lebt bei seiner Tante und seinem Onkel. Habt ihr diesen Spinnentyp eigentlich erwischt? Nein, aber das werden wir. Dieser Typ trägt eine Maske wie ein Verbrecher. Ich glaube, er macht das, was die Polizei nicht kann. Nicht kann? Also, wenn du schon Autos klaust, zieh dich nicht auch noch an wie ein Autodieb. Bist du ein Cop? Glaubst du echt, ich bin ein Cop? Ein Cop in einem hautengen rotblauen Anzug? Wer bist du? Ich weiß, es war hart für dich, Peter. Das Ding hatte ich schon ganz vergessen. Sie gehörte deinem Dad. Dein Vater war ein sehr geheimnisvoller Mann, Peter. Dr. Connors, ich bin Richard Parkers Sohn. Dein Vater und ich wollten das Leben von Millionen verändern, meins eingeschlossen. Bemerkenswert. Wie bist du darauf gekommen? Es heißt, es gibt eine neue Spezies in New York, die sehr aggressiv werden kann, wenn sie bedroht wird. Ich muss ihn stoppen, weil ich ihn erschaffen habe. Das ist nicht deine Aufgabe. Vielleicht doch. Von New Yorks besten Cops gegen einen Typen in einem Gymnastikanzug. Wenn du die Wahrheit willst, Peter, komm und hol sie dir. Ich ordne einen Haftbefehl an. Für den maskierten Rächer, bekannt als Spider-Man. Ich stecke in Schwierigkeiten.